Ja, der Michi hat mich hier in seinem Keller entführt, denn wir wollen angeln gehen und Michi muss noch seine Angelklamotten holen. Ich für meinen Teil habe meine Sachen natürlich bei mir im Zimmer. Aber der Michi, der hat halt ein bisschen Pech. Ich muss im Keller. Michi hat seine Angelsachen im Keller. Wer kennt das nicht? Ich nicht. Dann gucken wir uns die Sache noch mal an, was der Michi denn hier alles so hat. Eine Nespresso-Maschine. Kann man ab dem nächsten Video bei uns gewinnen. Ein Thermo-Kaffeeautomat natürlich auch. Der ist schon kaputt gegangen. Ich schon kaputt, ja, aber sagen wir es nicht. Das kann man trotzdem gewinnen. Das verlosen wir dann. Ja. So geht er mit Geschenken um. Die liegen im Keller. Aufgehangen an der Wand und werden wahrscheinlich nicht genutzt. Hier zum Beispiel eine Ratte, die funktioniert im Sommer auch ziemlich geil. Die müsst ihr einfach mal bei eurer Freundin ins Bett legen. Ich glaube, den Köder habt ihr schon in einem Video gesehen. Da hat der Michi nichts mitgefangen. Genau, der ist sehr erfolgreich. Die Köderwand ist schön, aber ich will ja wissen, was hat der Michi denn hier hinten? Ja, Ordnung ist das halbe Leben. Michi lebt gar nicht anscheinend. Hier ist nichts sortiert. Man muss auch sagen, Michi hat auch recht wenig Platz. Das ist sein Angelbereich. Hier sieht man deutlich Frauenbereich. Hier sind nämlich die ganzen Klamotten von seiner Frau drin. Auch Klamotten von seiner Frau. Hier durfte Michi so ein paar Sachen hinhängen. Und hier geht's weiter. Alles Klamotten von der Frau. Hier oben sieht man auch deutlich, wenn sich Michi nicht benimmt, das ist ein Klappbett. Das wird dann hier ausgeklappt. Und schon darf der Michi hier schlafen. Ja, so sieht das aus. Genau, ab in den Keller. Nicht auf die Couch, in den Keller muss ich. Na, natürlich auch ganz deutlich zu erkennen, wie viele Nächte Michi hier schon verbracht hat. Pro Flasche eine Nacht. Das sind, lass mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 4 sind? 24? 24 Nächte hat der Michael hier schon geschlafen. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, aus welchem Land dieses Bier kommt, das ich hier trinke, wenn ich unten im Keller schlafen muss. Ja, hier habe ich noch was ganz, ganz Besonderes entdeckt. Ein Kalender, wo hier Zahlen draufstehen. Ich denke mal, es sind die Tage und hier ist der Monat. Und das sind hier die Anglerinnen, die hier auf Karpfen angeln mit ihren gefangenen Fischen. Wir präsentieren unsere Fische etwas anders, nicht so wie die Frauen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Frauen alle heißen. Die müssten in der Szene ja recht bekannt sein. Guckt euch diesen Karpfen an, ja? Richtig, was für ein Fisch! Hier sieht man ganz deutlich, hier die Karpfenanglerin ist neu im Geschäft. Hier fehlt nämlich die Karpfenmatte. Hat die junge Anglerin vergessen. Aber wir wollen ja mal ein Auge zudrücken, obwohl ich gerade die Augen nicht zudrücken kann. Warum auch immer. Also der Fisch ist nicht mein Typ. Tun wir wieder weg. Und hier, ja Michi, das könnten wir beide sein. Wir fangen auch immer nur einen Fisch zu zweit. Und hier haben wir den Donald Trump der Fische, ganz deutlich zu erkennen. Ich habe zwar den Donald Trump ein bisschen anders in Erinnerung. Und hier zu guter Letzt, ja, mal wieder klassisch ohne Karpfenmatte. Oh, der Spinner ist weg. Alex, was hast du denn hinter deinem Rücken versteckt? Ja, was ich versteckt habe, will er wissen. Ich habe hier einen Gutschein und zwar genau den, den wir letztens zur Verlosung freigegeben haben. So, jetzt lüften wir endlich das Geheimnis. Und zwar hat dieser Gutschein einen wahren Wert von 50 Euro. Also für alle, die richtig getippt haben, das war ja doch der ein oder andere. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass wir euch ziehen. Genau. Ich mach die Glücksfee, ja? Der Michi macht die Glücksfee. Ach, so. Ich nehme den Zettel hier an mich. Werde ihn auffalten und dann gucken wir direkt mal, wer gewonnen hat. Es ist Jörn H., wenn ich das richtig lese. So, Jörn, wenn du das Video siehst, was du hoffentlich auch siehst, schreib uns bitte an bei YouTube. Und dann senden wir dir diesen Gutscheincode zu und dann kannst du für 50 Euro shoppen bei Lunetics. Natürlich auch mehr, wenn du möchtest. Auf jeden Fall, die 50 Euro sind für dich umsonst. Alle anderen tun es natürlich leid. Gewinnen kann immer nur einer. So ist das halt im Leben. Ich habe auch noch nicht im Lotto gewonnen. Ich wollte auch den großen Jackpot knacken, habe es nicht geschafft und bin trotzdem noch ein glücklicher Mensch.
Das waren die weisen Worte. Und das Ende für dieses Video, oder? Ja, ich würde sagen, das Ende. Und wer weiß, vielleicht machen wir noch mal eine Verlosung. Und dann hat jeder wieder die gleiche Chance zu gewinnen. Natürlich auch der Jörn H. Kann ein zweites Mal mitmachen. Bis zum nächsten Angelvideo von Walk the Fish. Boo. Yeah.